Ja, herzlich willkommen aus dem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin Berufsastrologe und Lehrer der vedischen Astrologie. Ja, in diesem ca. 15-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung der Sterne für den Oktober 2015. Bevor wir dort einsteigen, zwei kurze, wichtige Informationen vorweg. Erstens, bitte beachten Sie, dass die Deutung in diesem Kurzvideo vorgenommen wird anhand des Aszendenten, nicht anhand des Sonnenzeichens. Und sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, biete ich Ihnen gerne an, diesen gratis hier anzufordern. Sie brauchen hier nur unterhalb des Videos auf den Link gehen, ja. Dann sehen Sie hier so einen Satz, fordern Sie jetzt gratis Ihren Aszendenten an. Hier ist der Link vorbereitet und dann kommen Sie auf ein Datenblatt, wo Sie mir Ihre Geburtsangaben schicken und ich teile Ihnen kurzfristig dann Ihren Aszendenten mit. Dann zweitens, Ihr spiritueller Geburtstag, das habe ich ja neu eingeführt, seit dem letzten Mal hat eine sehr große Nachfrage ausgelöst und zwar so viel, wie ich gar nicht gerechnet hatte. Und ja, das ist nach wie vor gilt das Angebot, dass ich Ihnen die Informationen zur Verfügung stelle, wann Ihr spiritueller Geburtstag ist. Denn Ihr wahrer Geburtstag sollte nicht nur das Sonnenzeichen berücksichtigen, sondern auch, wie der Mond zum Zeit Ihrer Geburt stand. Ja? Denn es spielt eben schon eine Rolle, ob Sie an einem Vollmondtag geboren sind oder an einem Neumondtag oder am fünften Tag in der zunehmenden Phase nach Neumond oder wie auch immer. Da ergeben sich insgesamt 30 Möglichkeiten, die auch etwas über Ihr Leben aussagen. Und so gilt dieses Gratisangebot weiterhin, wenn Sie wissen möchten, eben wie Sie diesen spirituellen Geburtstag errechnen können, stelle ich weiterhin gratis diese Informationen zur Verfügung. Denn es ist, wie gesagt, besonders bedeutungsvoll, wie nicht nur die Sonne zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand, sondern auch der Mond. Und Sie bekommen dafür auch eine gratis Kurzdeutung, die auch etwas über dieses Geburtstiti, sprich die Position des Mondes zum Zeitpunkt Ihrer Geburt, aussagt, womit Sie dann auch wissen, wie Sie zu Ihrem spirituellen Geburtstag kommen können. Also nach wie vor gratis für Sie und auch hierzu, wenn Sie das wissen möchten, ist ein Link vorbereitet unterhalb des Videos. Sie sehen ihn hier, brauchen Sie nur anklicken, hier drauf dann und dann können Sie gratis jetzt sich die Informationen nach dem Video beschaffen, um eben dadurch Ihr Geburtstiti bzw. Ihren spirituellen Geburtstag erhalten zu können. Ja, dann wären wir soweit und jetzt steigen wir ein, wie es aussieht eben in der aktuellen Situation der Planeten für Monat Oktober 2015. So, nun wollen wir doch mal sehen, wie sich die planetaren Energien verteilen für Sie als Aszendent Waage. Dazu habe ich ja immer so eine Tabelle, um zu sehen, worin, in welchen Lebensbereichen eine Konzentration stattfindet. Und schauen Sie, bei Ihnen als Aszendent Waage sehen wir die meisten Planeten in Haus 1 und wichtige Planeten, vor allem auch die Venus, die ja die Waage beherrscht, also sprich ihr Aszendentenherrscher in Haus 12. Das ist natürlich eine interessante Konstellation und erstmal vorweg, das bedeutet, wir haben bei Ihnen so eine Mischung aus, Dinge wollen zu einem Ende gebracht werden, etwas geht zu Ende, wird vollbracht und vollenden und vollbringen kann aber in zwei Richtungen gehen, entweder der Wunsch wird erfüllt oder Sie lassen von etwas los, etwas geht weg von Ihnen, in beiden Fällen wird ein Wunsch oder ein Thema erfüllt, vollbracht. Ja, das ist eine Sache, die kann über den Plus oder über das Minus gehen.
indem diese Sache in eine Vollendung gebracht wird. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Und wir haben hier Haus 1 stark betont, sprich Ihren Aszendenten. Es geht um Ihren Lebenspfad, was Sie wollen und darin, dass Sie diesbezüglich weiter vorwärts kommen. Es wird nochmal ein ganz, ganz, ganz betontes Thema jetzt für Sie. Passt ja auch ganz gut. Und so geht eben stark der Fokus auf Sie selbst. Ja? Weniger das Thema Beziehung. Nun, das schauen wir uns gerne ein bisschen näher an. Wir beginnen mit der Sonne. Denn die Sonne ist der König und diese hält sich auf. Der König, ja, zieht ein oder ist er noch seit ja, letzte Septemberwoche ist er ja schon rein in die Waage. Das bedeutet, Sie kommen jetzt besser in Kontakt mit dem, wie Sie Ihren Lebenspfad wirklich gestalten wollen. Sie können jetzt sehr gut mehr wieder daran sich erinnern, was Sie eigentlich wollten. Ja? Man kommt ja auch so um die Geburtstagszeit, ne, in so eine Art Rückschau. Ja, wie ist denn so das letzte Jahr gelaufen? Und wie möchte ich es denn in der Zukunft haben? Und ja, mit Sonne jetzt im Aszendenten geht es auch um diese Verbindung wieder damit aufzunehmen, zu spüren, zu visionieren. Was ist denn das, wie es weitergehen soll? Wie möchte Ihr Lebenspfad für die Zukunft gestaltet werden? Ja. Dass Sie sehen, der Fokus geht primär auf Sie. Es ist weniger ein beziehungszentrierter Monat, bleibt es auch erstmal nicht. Denn wir sehen gleich noch an anderen Faktoren, dass eben Ihr Lebenspfad, Ihre Lebensausrichtung, wie kommen Sie mit sich selber klar, was wollen Sie, wo wollen Sie sein, das sind so die Themen für die Waage. Ja. Und die Sonne ist eben bis 23. Oktober noch in diesem Zeichen, also in Ihrem Aszendenten, in der Waage. Dann haben Sie was Besonderes. Am 13. Oktober haben wir ja den Neumond und der findet in der Waage statt, in diesem Monat, Ihr Aszendent. Und um den 13. Oktober, so zwischen 14. und 15. ungefähr, wird Ihnen so Ihr Umfeld etwas spiegeln, was für Sie weniger gut ist oder von was Sie sich trennen sollten. Achten Sie auf die Signale, denn natürlich lernen wir auch dadurch, wenn wir wissen, Moment, das ist nicht so gut für uns, davon sollten wir loslassen. Ja, wir möchten zwar immer primär über die schönen Dinge lernen, aber aus einer höheren Warte betrachtet, und da geht es ja speziell für die Waage darum, auch diesen Aspekt mehr zu verinnerlichen, gibt es ja in Wahrheit kein Gut und kein Schlecht. Und wenn Ihnen auch etwas gezeigt wird, was Sie nicht erfüllt sein lässt, wo Sie erkennen, das sollte ich loslassen, das ist nicht gut für mich, dann bringt Sie ja das auch weiter, weil Ihnen das jetzt mehr in Ihr Bewusstsein gebracht wird. Um diese Zeit Neumond. Jupiter ist in Haus 12 jetzt für ein Jahr. Und das bedeutet, jupiterische Themen wollen zu einem Ende gebracht werden. Und das kann aber in zwei Richtungen gehen. Entweder Sie lassen von dem jupiterischen Wunsch los oder er wird erfüllt. In beiden Fällen wird etwas jupiterisches auf positive Weise oder auf ungünstige Weise, weil Sie es loslassen, zu einem Ende gebracht. In Horoskopen von einer Frau steht Jupiter für den Partner. So könnte entweder der lang ersehnte Partner in ihr Leben treten oder sie erkennen in einer Beziehung, dass sie loslassen wollen. Oder andere Deutungsmöglichkeit. Jupiter steht für Kinder. Ja? Kinder gehen aus dem Haus. Es gibt eine gewisse räumliche Trennung zum Kind. Ja? Oder positiv gedeutet, ein lang ersehnter Kinderwunsch erfüllt sich. Und ich muss aber dazu sagen, Jupiter ist jetzt nicht nur den Monat Oktober in diesem Zeichen. Er ist ein ganzes Jahr jetzt in Ihrem 12. Haus und er steht natürlich auch noch für mehr Themen. Machen wir noch ein wichtiges Thema, zum Beispiel der Lehrer. Entweder Sie haben sich lange danach gesehnt, einen
Lehrer zu erfinden, der sie weiterbringt in der Entwicklung ihrer Weisheit, dann tritt er jetzt in ihr Leben. Oder sie entscheiden sich, einen Lehrer, den sie haben, weil er für sie nicht geeignet ist, sich von ihm zu trennen. In beiden Fällen wird ein jupiterisches Thema zu einem Ende gebracht. Merken Sie, wie das Spiel funktioniert? Natürlich hat Jupiter noch ein paar mehr Bedeutungen, aber sicherlich ist Kinder, Philosophien, Lehrer, Wissen, Lernen sind, oder Jupiter steht auch fürs Geld. Ja, habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, im Monatshoroskop für den September. Oh, Jupiter im Haus des Geldes, ja. Entschuldigung, Jupiter, der Planet des Geldes, im Hause der Ausgaben. Ja, also sprich, etwas mit dem Thema Geld wird zu einem Ende gebracht. Entweder es kommt das Geld oder es geht Geld weg, wird für etwas ausgegeben. Ja, Jupiter in Haus 12 fördert auch besonders Wohltätigkeit, ne? Jupiter ist Wohltätigkeit, Haus 12 steht für Spenden. Ja, es ist eine gute Zeit, Spenden zu tätigen. Es gibt ja so die Idee, ne, dass man sagt, 10% seines Einkommens, dass man dies für eine Sache, die man unterstützen möchte, weil man eigentlich das selber gerne hätte, unterstützt, ja. Und ja, man muss ich mir auch gleich wieder an der eigenen Nase packen. Aber gut, ich bin ja kein Aszendent Waage. Okay, das waren jetzt ein paar Ideen zu Jupiter. Saturn haben wir im Schützen. Schütze ist bei Ihnen das dritte Haus und auch hier, die großen Planeten bleiben lang in einem Zeichen. Das gilt jetzt nicht nur für Oktober, aber ich will Ihnen immer ein bisschen Impulse geben, wofür Sie das nutzen können. Nun, auf der einen Seite natürlich, Saturn will alles ganz genau durchscannen. Und so kommen Ihre Beziehungen zu Teamkollegen, Geschwistern und Nachbarn mehr auf den Prüfstand, ja? Auch wie sie in ihren Meinungen aufgestellt sind, ja, könnten sie jetzt tiefer auf einer tieferen Ebene reflektieren, wo sie merken, hoppla, also meine Sicht, die kommt ja, wird ja aus einer Angst gespeist. Ja, das sollte ich mal prüfen, wie ich da so denke. Haus 3 steht aber auch für die kann für eine Weiterbildung stehen, ne? Und jetzt könnte es notwendig werden, dass Sie sich einer nicht ganz freiwilligen Weiterbildung unterziehen müssen, ne? Saturn bringt ja immer was Zwanghaftes mit sich, ja. Oder Haus 3 steht auch für das Pendeln, ja. Vielleicht wird jetzt die Entfernung zur Arbeit größer oder Sie müssen mehr fahren für eine gewisse Zeit wegen einer Weiterbildung. Das sind so Zwänge, die Saturn in Haus 3 besonders auslösen kann. Aber nicht nur im Oktober, sondern er wird sich schon bemerkbar machen mit bestimmten Themen, die eben was mit Haus 3 zu tun haben. Bis Dezember 2017 wird es ja ein Thema bleiben. Mars. Ja, der Mars, Sie merken, der rasche Planet, er ist ja schnell und beweglich. Er ist den ganzen Monat im Zeichen Jungfrau. Auch das ist das 12. Haus. Das 12. Haus schließt also, hat die Energie und Mars ist ja nicht so lange jetzt in dem Zeichen, also Oktober ist jetzt schon ein Thema dafür, dass Mars-Themen zu einem Ende gebracht werden. Mars steht zum Beispiel für Unfälle. Ja? Vielleicht gibt es etwas mit einem Unfallereignis, was abgeschlossen wird. Oder Mars steht für Operationen. Ja? Haus 12 steht für Krankenhaus. Ja? Auch über einen solchen Weg wird etwas abgeschlossen, ja. Sprich, eine Operation wird zu einem Ende gebracht, ja. Oder Mars steht auch für Immobilien. Entweder bekommen Sie die Immobilie, ja, das neue Zuhause, ein lang ersehnter Wunsch, dadurch wird etwas vollendet, oder Sie entscheiden sich, von einer Immobilie sich zu trennen. Mars steht auch für die jüngeren Geschwister, ja. Vielleicht gibt es da mal ein bisschen Abstand jetzt, ja? Gehen Sie auf Distanz zu einem jüngeren Geschwisterteil oder dieser jüngere Geschwisterteil zu Ihnen. In beiden Fällen oder auch in dem Fall geht hier etwas zu Ende. Zum Beispiel vorher eine etwas gute Beziehung zu Ihrem jüngeren Geschwisterteil. Auch die Venus ist
ab 9.10. im 12. Haus. Vorher ist sie noch in Haus 11 ein paar Tage, aber dann die meiste Zeit auch im 12. Haus. Sprich, venusische Themen möchten zu einem Ende gebracht werden. Jetzt steht natürlich die Venus, steht ja auch für Beziehungen, ne? Und Jupiter im Horoskop einer Frau steht für einen Partner. Damit haben wir jetzt nochmal eine doppelte Nennung, dass es um im Oktober besonders um jetzt etwas Beziehungstechnisches geht, weil entweder ein Partner in ihr Leben tritt oder wenn sie einen haben, mit dem sie nicht zufrieden sind, sie erkennen, von der Beziehung loslassen zu wollen. Diese beiden Richtungen für Oktober besonders, weil jetzt die Venus ja neu hinzutreten wird, ab 9. Oktober bis Ende des Monats, könnte das besonders ein Thema werden. Jupiter und Venus, beide Planeten stehen auch für Lehrer. Insofern betont die Venus jetzt als Hinzutreten nochmal, dass sie entweder von einem Lehrer loslassen oder ein Lehrer ja, in ihr Leben tritt. Ja, ja, vielleicht wäre ja das was, die vedische Astrologie zu studieren. Ja, Sie wissen ja, ich habe ja eine Online-Learning-Schule zur vedischen Astrologie. Nun, haben wir noch den Merkur. Er ist den ganzen Monat auch in ihrem Aszendenten, dem wichtigsten Haus in ihrem Horoskop, Haus 1. Das unterstützt, dass sie in ihren Fähigkeiten besser werden können. Egal, worin ihre Fähigkeiten bestehen. Sei es, dass sie eine Astrologin sind oder ein Betriebswirt oder ein Musikus. Ja? Merkur in Haus 1 fördert besonders, dass sie bezüglich der Fähigkeiten, die sie haben, darin besser werden. Und wir sehen ja auch, der Rahu, der nördliche Mondknoten, ist ja auch immer noch in der Waage. Ja, Ketu ist in Haus 7. Sind aber jetzt den letzten ganzen Monat in ihrem Aszendenten, der Rahu. Ne? Das bedeutet, jetzt ist wirklich nochmal so ein Monat, wo es nochmals intensiv darum geht, was sind wirklich Ihre Ziele? Wie wollen Sie Ihren Lebenspfad gestalten? Was ist Ihnen wichtig? Was waren die Dinge, die Sie erreichen wollten? Ja, in Verbindung mit Ihren Fähigkeiten, ja, weil ja Merkur jetzt auch da drin ist. Das sind die Fragen, die dadurch besonders jetzt betont werden. Ja, das dürfte dann so das Gesamtbild jetzt sein für Oktober, für Sie als Aszendent Waage. Ja, zum Schluss nur noch mal kurz die Erinnerung. Bitte beachten Sie, dass die Deutungen bei den Monatshoroskopen eben vom Aszendenten vorgenommen werden, den Sie ja gratis erfragen können, wenn Sie unterhalb des Videos auf den Link gehen können, denn die Deutung ist ja nicht vom Sonnenzeichen vorgenommen. Dann der zweite Punkt, nochmal weiterhin das Gratisangebot, wie Sie Ihr Geburtstiti, sprich die Position Ihres Mondes zum Zeitpunkt der Geburt, in welchen dieser 30 Phasen er sich befand, was auch etwas über Ihr Leben aussagt, wird Ihnen weiterhin gratis zur Verfügung gestellt, wodurch Sie auch wissen, wie Sie Ihren spirituellen Geburtstag erfahren können und wie Sie den auch begehen können. Da gibt es dann auch weitere Informationen dazu. Nach wie vor gratis, auch hierfür habe ich Ihnen gesagt, ist unterhalb des Videos, und zwar das ist der erste Link, wie Sie das erfragen können. Gut, ja, dann sind wir wieder durch. Dann bleibt es mir natürlich nur noch, wie immer, Ihnen einen fantastischen Oktober 2015 zu wünschen. Diesmal habe ich mir von Eckhart Tolle ein Zitat ausgewählt, das uns auch auffordert, an uns zu forschen, Selbsterkenntnis zu betreiben. Er sagt, dieser berühmte spirituelle Buchautor, eine Wiedergeburt nützt nicht viel, wenn du in deiner nächsten Reinkarnation noch immer nicht weißt, wer du bist. Und deswegen ist sicherlich die Astrologie ein Werkzeug erster Wahl, um an sich zu forschen, um sich näher zu kommen, um eben zu wissen, wer man ist.
In diesem Sinne, vielen Dank, alles Gute und bis dann Ende Oktober, wenn es wieder darum geht, planetare Großwetterlage für den November. Vielen Dank.